Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Freelancer. Aber wie man es hier sieht, ist es die Crossfire 2.0. Und zwar hat es das Ganze nicht so funktioniert, wie es sein soll. Eigentlich wollte ich ja hingehen, wollte ja das normale Freelancer als HD machen. Ja, also beziehungsweise mit meiner Auflösung. Hab dann noch die Kamera-Views noch eingestellt auf 68,8. So dass oben, was oben ja verschwunden war, dass es ein bisschen runtergezogen wird und auch im unteren Bereich mit der Energie, Schilden, Rumpf, dass das nach oben gedrückt wird. Das hat beim ersten Versuch hat es geklappt, aber bei dem zweiten Versuch, wo wir das Spiel neu zu starten, weil ich wollte heute eine neue Folge mal rausbringen, und ja, dann hieß es dann, eine bestimmte Datei wurde nicht gefunden, eine DLL-Datei. Und habe ich mir, ja gut, okay, startest du halt, einfach mal die installieren, nochmal neu installieren, den Crack draufgepackt. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja original, ja, also hier, original, momentan befindet sich die CD im Ding drin, weil das ist hier heißt hier, beziehungsweise ich kann es ja raustun, weil ich habe eh den Crack drin. Ja, also hier noch original Freelancer, wenn man das sieht. Deswegen, also, die CD wird irgendwie nicht unterstützt beim Starten des Spiels. Sondern ich muss mir halt wirklich einen Quack runterladen. Und ja, da habe ich dann wieder nochmal alles eingestellt. Also die Distance, also beziehungsweise die Camera Distance, tralala pipapo, nochmal auf 68,8 gestellt. Meine Display-Einstellungen selber auf 1920x1080, also Full HD quasi. Da hat es wieder funktioniert. Ich bin hier ins Hauptmenü reingekommen und dann ist mir das Spiel wieder abgeschmiert. Da habe ich mir gedacht, okay, habe ich das Spiel wieder deinstalliert und habe dann den CC-Cleaner draufgeschmissen, dass ja alles Mögliche, was so in der Registry-Datei ist, dass er alles löscht. Hat dann alles funktioniert und habe ich mir gedacht, komm, bevor ich mir den ganzen Stress wieder antue, schmeiße ich lieber die Crossfire-Mod drauf, weil damit kann ich mich auch die Kampagne spielen, ja, die Singleplayer-Kampagne. Teilweise sind auch die Gespräche da auf Englisch. Die ganzen Texte sind auf Englisch, die Ausrüstung, pipapo, alles auf Englisch. Aber dafür kann ich halt die Kampagne, so wie es im originalen Spiel ist, kann ich weiter verfolgen. Dementsprechend wurde da auch die Grafik verschönert. Also alles Mögliche. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an. Also lange Rede, kurzer Sinn, 4 Minuten lang rumgeschwafel. Bäh. Ja, fangen wir mal an. Wie gesagt, es kommt die normale Standardszene, wo wir eigentlich schon kennen. Und da sieht man auch schon den Unterschied von der Grafik her. Da hat sich einiges getan. Also Hut ab an die Ersteller der Mod. Die haben sich da richtig viel, viel Mühe gegeben. Auch befindet sich dort auch, wenn ich mich recht erinnern kann, dass im Hintergrund noch andere Geräusche noch vorhanden sind. Also da hatte ich einiges getan an der Mod. Das finde ich schon echt gut. Auch von der Explosion her sieht das viel, viel schöner aus. Also echt mal. Schade, dass ich die Geschichte jetzt da nicht überspringen kann. Weil, das habe ich eigentlich schon bei der ersten Folge getan, aber trotzdem am besten. Präsidentin Jacobi hat aufgefordert, die Entschuldigung. Von am besten gleich wieder von vorne anfangen, mit den richtigen Einstellungen, mit der richtigen Mod, dass man auch da den kleinen Unterschied sieht. Dieses Spiel läuft jetzt zwar wirklich auf, in dem Fall auf HD. Ja, ich habe hier schon eine andere Kleidung an. Ja, ich hätte sollten einen anderen Charakter auswählen. Ah, das ist der Crossfire-Trend. Okay, die Handys sollten eine andere Person holen dafür. Aber dann muss ich jetzt noch sagen, ich muss dieses Video halt schneiden. Das heißt, ich werde jetzt einige Stunden am Stück aufnehmen. Ich denke mal so 2 Stunden. Und dann werde ich halt das Ganze halt immer schneiden. Weil ich kann die Aufnahme nicht stoppen nach 30 Minuten. Weil das OBS, beziehungsweise OBS ist in diesem Fall irgendwie im Hintergrund, anstatt im Vordergrund, für halt die Aufnahme zu starten oder zu beenden.
Deswegen muss ich halt das Video schneiden. Da kann es mal passieren, dass dann halt abrupt... dass ich einfach anfange zu reden, ohne halt hier Begrüßung, pipapo. So. Wie gesagt, es hat sich teilweise bei einigen Characters hat sich da was getan. Allgemein, die ganzen Texturen sind wirklich ein bisschen knackiger, also hochauflösender in dem Fall. So, genau, hier, es ist leider alles auf Englisch. Und hier sieht man schon oben, dass es eigentlich alles richtig eingestellt ist. Alles, ja, so ein goldfarben. Das ist das Einzige, was in meinem Verhältnis gibt als 16:9. Weil wenn ich das Standard geholt hätte, ja, 4:3 ist es, glaube ich, dann wäre das hier oben, wäre wieder verschwunden. Oder war es 16:10? Ich weiß nicht, ich glaube, das war 16:10. Weil dann wäre es hier wirklich oben wieder verschwunden gewesen. Hätte ich müssen mal die ganze Einstellung vornehmen, Camera Reviews nochmal richtig einstellen und dann wäre das Spiel nochmal nicht, oder hätte es überhaupt nochmal nicht funktioniert. Deswegen, ich lasse es so, wie es ist. Es hat sich da ein bisschen was getan, von der Mod allgemein. Es ist halt leider alles auf Englisch. Momentan hier 150.000 Credits für den Anfang. Aber das brauche ich, weil vieles ist hier teurer. Ja, also sprich, bestimmte Gegenstände, kann ich da durch? Ja, kann ich. Weil verschiedene Sachen sind hier teurer. Hätte ich hier was? Hier, Battleship Defense Turret, 8 Millionen. Flak Turret, 8 Millionen. Schade, dass das Mausrad nicht funktioniert. Das vermisse ich wirklich. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zur Bar. Dort geht es ja weiter. Und hier sieht man auch schon, von den Texturen her, ist es viel, viel knackiger als das originale Freelancer. Man sieht da was. Das finde ich schon richtig gut gemacht. Ich schaue mal, dass ich noch den normalen Trend wieder reinbringe. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet bei der Installation. Mit dem Crossfire-Trend. Wir haben nur Liberty Ale. Auch gut. Und abbrechen kann ich das Ganze auch nicht, weil nee, ich kann halt nur das hier machen. Oh, wieso? Der zur LSF lebt für ihren Job. Das heißt, kann es sein, dass es irgendwie ein bisschen lauter geworden ist? Von der Stimme her, Musik oder sonstiges? Nein, im Moment will ich eigentlich nur diesen Drink. Weil, die kenne ich doch. Ich hab hier, bin jetzt da hingegangen. Ich verfolge jetzt die ganze Zeit den Ausschlag von dem Regler, beziehungsweise den Pegel. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen lauter als bei der letzten Tour, also bei der allerersten Folge. Schlimm gewesen sein. Sie haben da echt Glück gehabt. Der hier geht auf mich. Ist ein guter Tropfen. Wieso? Weil man nicht jeden Tag die Chance bekommt, neu anzufangen. Alles Gute in Liberty, Sir. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ja, und die Crossfire-Mod beinhaltet auch noch weitere Kampagnen. Also, ich glaube, es sind 10 Story-Missionen noch hinzu. Oder noch viel, viel mehr. Also, es sind, glaube ich, mehrere Kapitel, wo das noch beinhaltet, was alles danach geschieht. Ja, also, wer das Spiel schon mal gespielt hat, wird dann halt auch irgendwann merken, ja gut, okay, ich habe die Nomads besiegt, ja, was mache ich nun? Aber genau dort geht es halt auch weiter mit der Geschichte, ja? Also dann kann man wirklich sagen, ab diesem Punkt ist es wirklich Freelancer 2.0, ja? Also der zweite Teil von Freelancer, trotz mit derselben Engine und pipapo, aber die Geschichte geht weiter. Und da ist halt alles auf Englisch. Auch die Stimmen selber, die wurden auch dort von den Leuten aufgenommen. Das finde ich echt nice gemacht. Also, die haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich verstehe, was sie wollen, aber ich habe einfach nicht genug Leute. Juni, die Dinge ändern sich. Gruppen wie der Orden nehmen sich immer mehr heraus. Sie bedrohen inzwischen unsere Gewinne. Ich habe nichts mehr zu trinken da. Das ist in der Regierung gibt es Stimmen, die meinen, wir müssen verstärkt kontrollieren. Sind Sie Junko Sein? Ja. Sie müssen wohl was Geschäftliches besprechen. Moment. Ich verlasse mich ganz auf Ihr Geschick. Sorry, aber der Barmann meinte, Sie arbeiten für die Liberty Security Force. Und für wen arbeiten Sie, Mr. Trent? Ich arbeite für mich. Was für ein Schiff haben Sie? Hab's verloren. Auf Freihafen 7. Ah, ja. Ah, ja. Bleiben Sie länger in Liberty? Ich habe einen Freund, der bei dem Angriff verletzt wurde. Ba, 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 ba.
Ich bleibe, bis er entlassen wird. Ich könnte tatsächlich einen guten Freelancer brauchen. Ich bin später im Ausrüstungsraum. Wir treffen uns dort. Alles klar. Oh, und wenn wir zusammenarbeiten, nennen Sie mich Junie. Gut, aber jedenfalls muss ich hier nochmal den Standard-Trend holen. Also der hier gefällt mir irgendwie gar nicht. Also ist nicht so meins. So, ja. Ich habe ja kein Schiff. So, der Dealer. Jetzt müssen wir halt das Ganze wieder von neu machen. Also, es sollte eigentlich relativ schneller gehen. Hallo. Weil bei der letzten Tour noch ein bisschen erklärt, pipapo. Aber das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich habe ja noch das, den Intro habe ich schon weggelassen. Was irgendwie hier gar nicht mehr funktioniert. Also, ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Aber das Intro erscheint mir überhaupt nicht. Obwohl ich das eingestellt habe, dass das soll trotzdem nur anzeigen, weil die Szene fand ich eigentlich ziemlich gut. Auch früher. Und ja, das hat mich dann schon gedacht, ja, hoffe ich, kann ich auch solche Schlachten machen. Also wäre wirklich nice. Der Auftrag ist ganz einfach. Sie machen den Babysitter für einen Konvoi mit Nahrung und Medikamenten. Ihr Kontakt ist King, der Chef der Eskorte. Ich sag ihm, dass Sie kommen. Mach das, bitte. Nur, falls Sie interessiert sind. Ja, ich muss es, ne? Akzept. Klingt gut. Ich bin dabei. Gut, dann mal los. Ich lasse Ihr Schiff sofort bereit machen. Sie müssen dann nur noch zum Landeplatz gehen und starten. King erwartet Sie in der Nähe des Andockrings im All, okay? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. Okay. Danke. So. Jawohl, das kenne ich auch schon. So, Shipdealer. Erstmal schauen, was es da für neue Schiffe gibt. Weil die Mod hat ja verschiedene Arten von Schiffen noch hinzugefügt. The Patriot, Star Trekker, The Rhino. Ich habe 150.000 und da würde ich eher sagen, ich nehme mir den. Ich nehme mir doch am besten den Rhino. Wobei, Moment. Nee, ich bleib bei dem hier. Die Lava Plate nehme ich. Wobei. Achso, das war der Justice gewesen. Der Lava Plate, der ist ein bisschen zu langsam. Den Justice MK3 nehme ich. Und Cell. So, hier noch den Justice. Ach so. Also nur die Klasse 2. Schade. So. Viele, viele neue Raketen gibt es hier. Also, es sind verdammt viele Raketen, ja. Auch verdammt viele Torpedos. Oh, Countermeasure Flare. 70%, 80%, 90%. Okay. Dann Schildklasse. Kann ich nicht tragen. Forsters habe ich noch die Standarddinger. Ich nehme mir den hier mit. Ansonsten kann ich hier nichts nehmen, ne? Iridium-Container, vielleicht bin ich da irgendwann noch schlau. Was das auf sich hat. Titanium-Container, okay. Scanners, genau. Deep-Scanner. Schild-Batteries. Oh Gott, ey, was es hier an Sachen gibt. Light-Tractor-Beam. Reichweite 5 Kilometer, 2000 Meter pro Sekunde. Das ist viel. Also alleine schon 10 Kilometer Entfernung. Jupp. So. Ansonsten, Deep Scanner würde ich eher noch belassen, wie es ist. Range 2500, Cargo Scan Range 2000. Wenn dann irgendwann den hier, den Advanced. Oder den Subspace Scanner. Vorerst mal lasse ich mal so, wie es ist. Jetzt will ich mal gerne wissen, wie teuer oder beziehungsweise wie gut die Missionen sind. Aha. Was? Sorry, I thought you left. Aha. Hey, man. Ja, hier sieht man aber schon, dass es alles auf Englisch jetzt ist. 87.000. Nee. So, hier. Hello, what you need? Okay, muss ich da... Ich mach zuerst die Mission. Beziehungsweise den Plot selber. Jawohl, continue. Sie
Sie müssen Trent sein. Ich bin King, Leiter dieser Mission. Ich habe den Anführer des Konvois kontaktiert. Die Startvorbereitungen sind smart, abgeschlossen. Sie sind bereit. Sollte eine Kleinigkeit sein von hier nach Fort Bush und dann nach Pittsburgh. Bereit? Hey, ich bin immer bereit. It's good to meet you, King. Ja. Is that a Rhineland cruiser? Das ist die Donau, Admiral Schulzkis Flaggschiff. Das verstehe ich jetzt ja nicht, wieso das auf Englisch ist. Wir treffen uns mit Präsidentin Jacoby. Halten Sie Abstand. Station Newark, hier RWK Donau. Bitte um Andockerlaubnis an Ihre Station. Over. Bestätigt, Donau. Sie haben Erlaubnis für Andockpunkt 6. Liberty begrüßt Sie und Admiral Schulzki. Donau, ein Hinweis. Wir haben unbekannte Kontakte erfasst. Vorsicht ist geboten. Verstanden, Newark. Alle Eskorten, Waffen bereit machen. Affirmative. Ready to engage. Roger. Verfolgen Schiffe im Anflug. Nicht identifizierte Schiffe. Hier Station Newark. Sie drängen den verbotenen Raum ein. Ändern Sie den Kurs oder wir eröffnen das Feuer. Newark, nicht eingreifen. Wir müssen die Präsidentin schützen. Schalt, hier ist ein Verräter. Alarmstufe rot. Die Donau ist getroffen. So, Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Gott! Die haben jetzt schon einige Schilde weggeballert. Ja, bitte. Sie haben die Donau zerstört. York, die LSF-Patrouille Gamma 6 greifen Feind an. Ja. Bestätigt Gamma 6. Und das Coole ist jetzt auch. Die benutzen jetzt auch, Nanobots und Schildbatterien. Das finde ich jetzt ja echt nice, dass sie auch Schildbatterien benutzen. Au. Ja, da muss ich noch ein paar mit dem Fadenkreuz, da muss ich schon was anderes auswählen noch. Aber ansonsten stippe ich nur das Fadenkreuz. Das ist ein bisschen komisch dargestellt. Ah, okay. Okay, wir haben die Handelsroute erreicht. Beginne Aktivierungssequenz. So. Trent, Sie zuerst. Ja, bitte. Ja. Danke. So, beim nächsten Mal muss ich halt Speed-Docking machen. Aber, ja. Gut. Ach, ich habe jetzt auch schon gar keine Bock, das ganze Video zu schneiden. Oh. Da trennt eine der wichtigsten Adern durch den Manhattan-Raum. Oh, Videos schneiden, das hasse ich wie die Pest. Wenn wir weiterfliegen, kämen wir zum Sprungtor ins Colorado-System. So, ich würde gerne jetzt hier andocken, ja, also hier bei der Baltimore Shipyard, also Schiffswerft. Aber dann wäre die Mission ja gescheitert. Roger, Gamma 6, this is the USV Brent. Pre-launch checks have been completed. Trent, Position nahe dem Transporter beziehen. Benutzen Sie das Formation-Manöver, um sich mit dem Konvoi zu treffen. Hab ich. Check, this is Transport Leader. All ships are in position and we show green status. Wie gesagt. I heard the news about Schultzki. What happened? Das planetare Verteidigungsnetz war offline und so gelang dem ab hier muss ich jetzt die Durchbruch. Schnauze halten. Mit der ersten Raketensalve haben sie die Donau zerstört. Wir hatten keine Chance, sie aufzuhalten. Anscheinend hat der Orden versucht, das Treffen von Schulzki mit der Präsidentin zu verhindern. Schwer zu glauben, dass sowas passieren konnte. Wir sollten uns beeilen. Let's hope for the best. Several convoys have come under attack in recent weeks. The rogue problem has gotten out of control in this area. Keine Bange, darum sind wir ja hier. Activation sequence completed. Lane jump schlimm. Initiated. Weil auch jetzt am Full HD, wie gesagt, sieht man hier unten, dass es hier bei mir komplett alles dargestellt wird.
Das Schöne ist ja, man kann ja auch hier bei den einzelnen Schiffen, ich habe einen am Arsch kleben, man kann bei den einzelnen Schiffen ja auch die Teile wegschießen, also beziehungsweise Triebwerke oder sonstiges. Kann man alles wegschießen? Also da haben sie auch früher schon auf sehr viele Details geachtet. So, wo ist denn diese Nervensäge da? Ach komm, ich lasse das Fadenkreuz. Ich lasse das Fadenkreuz, komm. Ja, eine Schildbatterie benutzt. Das war der letzte. Wir verschwinden, besser eh noch mehr aufkreuzen. Couldn't agree more. The trade lane is back up. Let's... Wait! Radar shows new targets. Gamma 6, we have to make a run for it. Wir geben Deckung. Trent, mit dem Konvoi in Formation gehen. Es wird knapp, aber ich denke, wir schaffen es ohne weiteren Kampf. An alle, Kurs halten. Autopilot. Trent, die Piraten nicht angreifen. Wir müssen den Konvoi hier wegbringen. Ja. Scheiß drauf. Leck mich am Arsch. Das ist, auf jeden Fall ist das Teil, beziehungsweise ist immer noch ein bisschen schwieriger als das Vanilla Freelancer. Gott. Understood. Transport leader out. Hey King, what's going on? Das werden Sie bald sehen. Los, lassen Sie auf Pittsburgh. Wir sehen uns auf der Oberfläche. Hab ich auch was bekommen an Geld? Egal, ich habe ja eh genug. Ja, ich brauche definitiv ein besseres Schiff. Also mit dem hier komme ich eh nicht weit. Mit dem komme ich nicht weit. Sie werden Pittsburgh reichlich langweilig finden, Trent. Da gibt's nur den Bergbau, sonst nichts. Außer Felsen, Rauch und Feuer. Aber was an Klasse fehlt, machen die billigen Drinks weg. Landen Sie Ihr Schiff auf einem der Pads da drüben. Gesagt, getan. Gute Arbeit, Trent. Ich schulde Ihnen ein paar Credits. Hey King, wussten Sie, dass es da draußen hoch hergehen würde? Aha, noch sind wir nicht fertig. Wir warten nur auf die anderen. Welche anderen? Wir vermuten, dass der Orden Kontakte zum organisierten Verbrechen in Liberty hat. Vielleicht sogar ein Geheimquartier. Ich glaube, wir haben was entdeckt und haben Verstärkung angefordert. Wir könnten Sie dabei gebrauchen, Trent. Okay, aber ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Das verspreche ich. Oh, und Trent, an Ihrer Stelle würde ich die Kohle in Ihren fliegenden Schrotthaufen stecken. Versuchen Sie es bei dem Händler da drüben, der hat immer was. Wir sehen uns im All. Ja, der fliegende Schrotthaufen. Du sagst es. Mein fliegender Schrotthaufen. Ja, Level 1, okay, das ist klar. Und doch 20.000 bekommen. Ah, da ist ein neues Schiff. Ah, okay. Oh, wow. Schade, dass ich nicht ranzoomen kann. Nee, geht nicht. Nee, schade. Das sieht eigentlich auch geil aus. 9.700, Cargo Space 140, okay.
Wow, das ist... Heavy Fighter, okay. Light Fighter. Aber du bist schlechter als der hier. Ja, beziehungsweise, was heißt schlechter, aber... Best Klasse 8 Waffe kannst du tragen. Wow. Wieso kann der Klasse 8 Waffen tragen? Would wait in a regular ship plus... Ah ja, gut, okay, das ist klar. Ich hab nicht genug. Aber Klasse 8. Kann ich ja gleich die dicken... Oh, Starbeam. Achso, gut, okay, die kenne ich ja. Und Javelin Missiles. Kann ich ja gleich die dicken Klopper dranhängen. 70%, okay. Nehme ich mit. Ich glaube, mit C war, glaube ich, die Geschichte hier gewesen. So, 30 Stück. Dann, ansonsten kann ich ja nichts kaufen. Lizenz muss ich gucken, wo ich die irgendwie vorher bekomme. Weiß ich jetzt leider nicht. Ansonsten hier gibt es nichts Großartiges. Nanobots. Ja. Schade. Ich kann mir kein besseres Schiff leisten. So, aber das hier weg, das weg, das weg, das weg. Ha, gut. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie was die Missionen bringen. Also wie viel, wenn das geht. 10.000 nur. Das ist wenig. Das ist echt wenig. 10.000 Credits. Trotz mit der Mod, wo einigermaßen vieles teurer ist. Naja. Da sind sie ja. Vier LSF-Jäger von Fort Bush suchen im Schuttfeld nach der Basis der Rogues. Sie haben schon Gefangene gemacht. Ich lade die Koordinaten für unser Suchmuster hoch. Ja. Zur Patrouille treffen wir uns mit einem weiteren Jägergeschwader. Moment, da sind sie ja. Gamma 6, Delta Patrol reports no hostile contacts. Sie sollen weitersuchen. So oder so, wir finden heraus, wo diese Rogues sich verstecken. Trent, ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Formation einnehmen. Ja, Trent. Ja, hier, da. Bestmal, na. Shit. Solar, Loot, All. Ja, All ist ein bisschen zu doof. Mach mal das hier mit dem Ausrufezeichen. Sie müssen hier einen Geheimstützpunkt haben. Und diesmal finden wir ihn. Mayday, Mayday. Ihr Gefängnisschiff XD-19. Wir werden angegriffen. Alle Liberty-Patrouillen, bitte melden. Alle Einheiten auf Abfangkurs gehen. Ich lade einen Wegpunkt hoch. Hier LSF-Patrouille Gamma 6. Wir sind auf Abfangkurs und nähern uns ihrer Position. Over. Verstanden, Gamma 6. Wir werden von mehreren Rock-Jägern angegriffen. Mehrere Decks brennen und unsere Verteidigung versagt. Verstanden. Durchhalten. Und was man jetzt auch schön ansieht, dass man hier aus der Entfernung auch schon das Ganze hier sieht. Die ganzen Schiffe, was hier ist. Wir nehmen schweren Schaden. Schafft diese Typen weg. Wir halten nicht mehr lange durch. Da ist es. Schwer beschädigt. An alle. Formation auflösen und angreifen. Ja. Keine Panik. Na komm schon. So, der ist weg. Wow, ihr richtet jetzt sehr viel Schaden aus. Meine lieben Freunde. Gut, dass es hier jede Menge Schilde gibt. Also Schildbatterien. So, da kam schon. Der ist weg. Ich muss meine Tastatur bis unten legen, noch. Ja, das war der letzte. Geschafft, Radar ist frei. XT-19, wie ist Ihr Status? Over.
Feuer sind eingedämmt. Lebenserhaltung auf mehreren Decks ausgefallen. Sonst okay. Over. Bestätigt. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Negativ. Reparaturtrupps von Pittsburgh sind unterwegs. Das war perfektes Timing. Wir helfen doch gern. Epsilon-Geschwader hierbleiben, falls mehr Rogues kommen. Trent und ich suchen auf eigene Faust weiter. Yep. Affirmative. Good luck. Ich lade neue Koordinaten hoch. Trent, Sie übernehmen die Führung. Okay. Fly to the waypoint.